Hallo Leute, herzlich willkommen. Ihr seht im Hintergrund, ja, seht ihr, einen größeren Karton. Die Überschrift des Videos oder Videotitel lässt es mit Sicherheit erahnen, um was es heute geht. Ich habe heute ein Paket bekommen von GLS. Untypisch für den Versender, aber wahrscheinlich in Zukunft wird doch mehr über diese Schiene auf den Weg gehen. Ich lasse euch gleich reinschauen. Also mich hat es von den Socken gehauen. Ich hatte ja beim Josef vor einiger Zeit mal den Wunsch geäußert, einen etwas kräftigeren Weißdorn. Das heißt, ein etwas dickerer Stammfuß sollte es sein. Wenn er sowas mal sieht, wenn ihm das in die Hände fällt, da möchte ich schon anmelden, den hätte ich gern. Und vielleicht einen Feldahorn, gleiches, ähnliches Kaliber, so war der Wunsch. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, der Karton ist etwas größer ausgefallen. Einige von euch, die den Kanal von Josef Bruns verfolgen, die wissen schon, er hat meinen Wunsch erfüllt. Er ist etwas, oder einer der Bäume ist etwas üppiger, etwas kräftiger ausgefallen. Und um nicht zu viel nur zu labern, zeige ich euch das jetzt. Seid gespannt. Ich habe natürlich schon mal reingespitzt, weil ich ja auch extrem neugierig war, was genau, wie das jetzt in Natura aussehen wird. Das, was hier unten drin glänzt, das hat der Josef mir nicht dazu gepackt als Beigabe, sondern das habe ich schon mal reingelegt, um euch zu zeigen, von welcher Stammdicke wir hier reden. So, jetzt war ich zweimal mit den Fingern in der Linse. Passiert jetzt nicht mehr. Ja, eine Flasche Getränk mal dazu gepackt. Ihr seht schon, der Stamm hat einiges an Dicke. Da handelt es sich ja einmal um den Weißdorn. Und dahinter, das ist der Feldahorn. Den werde ich jetzt schon mal rausnehmen, damit wir etwas Platz gewinnen. Das stelle ich auch erstmal auf die Seite. So, jetzt habe ich das Kaliber mal so weit freigelegt. Ich bin nun auch ganz froh, dass Josef sich für einen anderen Paketdienstleister entschieden hat, weil so konnte der Baum doch in seiner Länge bleiben und er hat nichts kürzen müssen, was auch sehr schade gewesen wäre und der Baum auch dadurch noch eine Blattmasse verloren hätte. Wie ihr wisst, der Zeitpunkt für Yamadori oder beziehungsweise für Bäume auszugraben ist jetzt noch nicht der richtige. Die Gründe dafür hat Josef ja ausreichend erklärt. Ja, und jetzt mache ich mich dran, eine geeignete Schale zu finden, einen geeigneten Topf zu finden. Und wenn ich alles beisammen habe, seid ihr wieder dabei. So, also das Ganze hier mal etwas detaillierter gezeigt. Ich habe den Stumpf jetzt mal aus seinem Sack herausgenommen. Josef hatte gut versorgt, gut verpackt. Wie bereits von ihm mitgeteilt, befindet sich noch einiges an Erde vom Fundort an diesen Feinwurzeln. Ich will da auch nichts auseinanderzupfen. Das versuche ich so zu belassen. Die in dem Beutel befindliche Erde habe ich dem Substrat mit beigemischt. Ich will mal kurz an dieser Stelle noch etwas messen oder euch zeigen, was für Ausmaße dieses Teil hat. Der Durchmesser vom Stamm liegt derzeit in dem Bereich bei 11 cm. Und so wie ich mir das Ganze vorstelle, wie dann im eingepflanzten Zustand, würde das ungefähr mal eine schöne Position ergeben. Also ihr seht schon 20 cm
wäre dann sichtbarer Bereich. Das heißt, das wird eine, schon eine etwas größere Schale. So, ja, da haben wir zum einen den Stumpf. Der Josef hat mir die Schnittstellen mal noch so roh belassen, weil er weiß, dass ich ein Freund bin von Bienenwachs. Er hat seine Bienenwachsschmelze noch nicht wieder in Betrieb genommen. Das werde ich mir dann für morgen aufheben, weil heute wird mir das Ganze dann etwas zu viel. Ich versuche den Baum noch ordentlich zu topfen, zu sichern, und ein Stück weit dürfte mich dabei begleiten. So, was habe ich hier an Vorbereitung getroffen? Das ist das mitgebrachte oder im Beutel befindliche Sphagnummoos mit der Erde vom Fundort. Das Ganze habe ich großzügig, ihr seht schon, die Ruth, Max Mafia war wieder am Werk. Aber ich muss das Zeug auch verarbeiten, weil ewig halten die Pilze dann auch nicht. 12 Monate nach Öffnung. Das heißt, im Februar werden diese dann um. Ja, da kann ich noch großzügig bleiben und großzügig sein. Ja, geeignetes Pflanzgefäß. Ich habe mich jetzt erstmal für diesen Blumenkübel entschieden. Ich habe da Lavasplit als Drainage eingebracht und werde das Ganze jetzt mal versuchen für euch per Video festzuhalten. Also packe ich jetzt erstmal etwas von dem Sphagnummoos und in Erdmischung auf die Drainage. So, bevor ich das verfülle, zeige ich euch das mal kurz, dieses Einfüllen vom Substrat mit Stochern und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt nicht per Video festhalten, weil das wird einige Zeit auch in Anspruch nehmen, dieses Verfüllen, Stochern. Also ich bin mega gespannt, hier dieser große Wurzelstumpf. Vielleicht drehe ich den Baum noch etwas, so dass da etwas mehr Wurzelbildung an der Stelle noch möglich sein wird. Ja, und in der totalen. Also ich versuche mal das Ganze etwas zu bekleiden. Das mache ich dann doch freihandführend. Ich habe den Baum hier soweit eingebracht, habe noch etwas an den Wurzelspitzen nachgeschnitten. Es gab noch einige abgeknickte Wurzeln. Hab hier, das zeige ich euch mal noch, das ist eine Mischung aus, naja, so mancher kennt das, ich hätte es ja schon mal vorgestellt, werde da nicht weiter darauf eingehen. Habe noch hier drin Erde von dem Fundort von einem anderen Bäumchen mit beigemischt, weil in den ersten Jahren etwas Erde schadet auf keinen Fall. Ich will das jetzt auch nur mal demonstrativ zeigen. Alles mit Kamera mache ich jetzt nicht. Das heißt, diese Hohlräume hier unten, weil ich davon ausgehe, vielleicht ein oder andere, weiß gar nicht, was ich da meine mit Stochern und Hohlräume verschließen.
Die werden soweit alle verschlossen, sodass ich mir sicher bin, am Ende keinen Hohlraum gelassen zu haben. Das hat den Vorteil, der Baum wird dadurch nicht nur stabiler stehen, sondern das Bilden von neuen Feinwurzeln geht auch deutlich besser vonstatten als mit Lufträumen. An den Stellen bildet sich natürlich auch keine Wurzel. So, das Ganze bringe ich jetzt noch etwas weiter voran. Zwischendurch gibt es immer mal etwas von dem Rootmix. Ja, und ihr seid gleich wieder dabei. So, das geht voran. Ich habe jetzt als Zwischenschicht noch sämtliches Moos, Erdgemisch aus dem Transportbeutel aufgefüllt. Das ist auch genau der Bereich, wo die meisten der vorhandenen Feinwurzeln vorhanden sind. Ich habe so gut es möglich war verdichtet und fülle jetzt weiter auf. In der Mischung habt ihr schon gesehen, dass noch einiges an Fackenmoos dabei. Das habe ich noch trocken mit beigemischt. Das hat den Vorteil, dass Fackenmoos das Wasser, das Gießwasser deutlich länger speichert, ohne dabei die Zwischenräume im Substrat zu sehr zu verdichten. So, hier oben, das kann ich jetzt ordentlich auffüllen. Als Abdeckschicht, weil sich das bewährt hat, werde ich auch dieses Lavagranulat ausbreiten. Das sorgt zum einen dafür, dass der Stamm noch etwas fixiert wird und bringt auch noch etwas Druck auf das Substrat, sodass sich das weder ausspült beim Gießen noch dann in der nächsten Saison, dass da die Vögel sich dran zu schaffen machen und nach dem Substrat, nach dem Sphagnum picken. So, das drücke ich jetzt noch etwas zusammen. Wenn das Ganze dann soweit fertig ist, wird ausreichend gewässert und ich werde wahrscheinlich, das überlege ich mir noch, mit Draht etwas fixieren. Oder ich lasse es, weil bei mir, ich habe die Möglichkeit, den Stumpf dann auch so zu stellen, dass ich sicher sein kann, dass da nichts schief geht, dass dann keiner rausreißt. Weil mit diesem Draht einschlingen bin ich nicht so freund davon. So, bis gleich wieder. So, dann gießen wir es natürlich auch noch gemeinsam an. Da werde ich jetzt einige Kannen mit etwas Abstand so nach und nach eingießen, dass das Substrat ausreichend Zeit hat, Wasser aufzunehmen. Dann so kleinere Lufträume, die füllen sich dann auch noch. Das Sphagnummoos saugt sich voll Wasser. Und im Anschluss die Versiegelung mache ich natürlich noch und im Anschluss der ganzen Geschichte darf der Baum in das Gewächshaus. Da habe ich ja für Platz geschaffen. Ja, diesen Stumpf, da setze ich jetzt mein Stöfchen mal an. Schmelze etwas von dem Wachs auf und da seid ihr natürlich wieder dabei. Ja, in der Zwischenzeit ist es auch schon etwas dunkel geworden, deswegen habe ich mich auf die Terrasse zurückgezogen und werde mich jetzt mal drüber machen, die Wunde, wie sagt Josef immer, zu versäubern, schon mal schmunzeln, zu reinigen. Und dann kommt Bienenwachs drauf, wie ihr sicherlich wisst, bin ich absoluter Fan von. Eine kleine Kellerassel, Josef, die ist von dir. Oder vom Fundort. Mein Bienenwachs-Jahresbericht,
der kommt auch mal noch, oder ich erkläre das so nebenbei noch etwas, meine Erfahrung, aber doch einiges an Video oder Fotos dazu werde ich euch noch zeigen. Ich bin total begeistert. Ich habe einige dieser Verschlüsse, Wundverschlüsse, die ich gemacht habe im Anfang des Jahres, entdeckt. Die sind abgefallen von diesen Wunden. Darunter hat sich der Kallus geschlossen. Der Vorteil von dem Bienenwachs unter anderem, er versiegelt nichts oder er verklebt nichts. Er deckt einfach sauber ab. Wasserdurchlässig auf alle Fälle. Er schützt die Wunde vor Verdunstung, vor dem Austrocknen. Weil alles, was austrocknet, stirbt logischerweise zurück. Und die Hoffnung, die ich ja habe, ist, dass die an den Rändern sich in der neuen Saison Knospen bilden werden und diese dann mit einigen Austrieb, der Baum darf, wenn er gut durchkommt, wachsen. Den werde ich nicht bremsen. Das heißt, natürlich werden einzelne Äste zurückgeschnitten werden, aber die wichtigen, die auch für die Wundverschlüsse, vor allem für die Wurzelneubildung notwendigen, die dürfen natürlich alle bleiben. Ja, naja, pilzhemmend, klar, auch das ist natürlich ein ganz großer Vorteil von dem Bienenwachs, ein natürlicher Hemmstoff, der verhindert, dass sich irgendwelche Pilze da bilden können. Wo stammt das her? Die zum Schutz der Bienenwaben oder der Brut produzieren ja die Bienen dieses Wachs selbst. Das wird ja nicht irgendwo aufgesammelt. Das wird aus Enzymen hergestellt. Aber so ganz fit bin ich da jetzt nicht beim Erklären. Auf alle Fälle, es hat sich bewährt und es riecht hervorragend. Einfach nur herrlich. Verarbeitung super einfach. In einem Stiftchen mit Teelicht drunter, zeige ich im Anschluss nochmal, wird das Wachs aufgeschmolzen und dann mit dem Pinsel aufgetragen. Trocknet auch sehr schnell ein. Und man kann sogar bei diesen großen Abdeckungen, wenn die dann abfallen und die sind nicht zu sehr verunreinigt, könnte man die, wenn man Sparfuchs ist, natürlich auch wieder einschmelzen. So, meine Restmenge hat sogar noch gereicht. Ich glaube, ihr seht es besser als ich. Dann nehme ich euch noch mal kurz auf die Hand. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr. Ich will auch nicht erst abschalten. Ja, Wundverschluss habt ihr jetzt ausreichend gesehen. Das Kerzenwachs wird geschmolzen in diesem Stäbchen, den Pinsel. Ja, Josef, ich habe auch keinen Pinselhalter. Ich versuche den immer irgendwo anzulehnen. Da mein Teelicht unten drunter gepackt, lehne den Pinsel an, sodass er nicht umfällt. Und so sieht dieses Wabendeckelwachs aus der Nähe aus. Ja, jetzt stellt sich es einigermaßen scharf. Ja, das packe ich jetzt gleich da oben rein. Das kann nebenher schon aufschmelzen. So natürlich nicht. Für den nächsten Einsatz lasse ich das jetzt schon mal aufschmelzen. Ja, Josef, an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für die Wurzelvorbereitung. Ich habe außer etwas an gebrochenen Wurzelspitzen nichts nachschneiden brauchen. Hat super in den Topf gepasst. Die Äste mit der Belaubung finde ich jetzt ziemlich wichtig noch, dass ich da die verbliebenen Wurzeln aus den Blättern noch bedienen können. Ich kann da noch etwas Kraft und Energie ziehen für das neue Jahr. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir auch einen Cut. Der Feldahorn, der wird jetzt noch etwas hier ins Wasser gestellt. Da bekommt ein gesondertes Video. Wen es interessiert, der darf gespannt bleiben.
Und dann drehe ich das Ganze rum, komme mit ins Bild. Bedanke mich auch heute wieder fürs Zuschauen, dass ihr dabei geblieben seid. Wer es nicht getan hat, lasst mir gerne einen Daumen da, ein Abo und wir sehen uns wieder. Ihr seht mich. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss.